Oben würde ich weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich einen Keller überhaupt brauche. Mal schauen. Dann. Dach weiterbauen. Und ich mach mich gleich fertig. So. So. Stein vergessen, ich Dulli. So. Das. Autsch. Ike? Ja. Wann nimmst du denn die nächsten Folgen auf? Morgen? Oder so, die Tage? Weiß ich noch nicht. Da würde ich mich bei euch melden. Naja, okay. Weil ich noch ganz viele andere Projekte habe, die ich auch noch aufnehmen möchte. Wo kein wir Eindruck haben. Nö, ich wollte jetzt nur wissen, was ich eigentlich damit planen kann, weißt du? Naja, ich kann das so einfach nicht sagen. Außerdem, Justin, du musst mal so überlegen, 10 Folgen reichen für einen Monat. Bis jetzt kommen sie ja nur alle 3 Tage, Ena. Ja. Wie viel hast du? Aktuell jetzt bin ich bei der 11. Aufnahme. 11 sogar schon. Und jede dritte Woche kommt eine Aufnahme. Jeden dritten Tag. Ja, jeder dritte Tag. Jeden dritten Tag. Es sind dann circa 2 Folgen immer pro Wir Punkt. Werden die Woche auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Nee, ich wollte mal ausrechnen, wie lange die jetzt aktuell halten, eigentlich. Hab ich doch gesagt, einen Monat. Monat? Lange. Die halten also lange. Das, ich habe gedacht, das Monat ist auf was so statistisch bezogen. Die Folgen reichen einen Monat lang Sendezeit, alle 3 Tage. So, ich ziehe nur noch die 2. Etage hier rein und dann, vom Staub. Jo. Ich hoffe, dass die Eltern noch nicht da sind. Dicker, aber von Staub ist auch nicht schlecht. Nö, also bei uns wird auch oft vom Ich mach mich aus dem Staub, heißt das normalerweise. Ja, ne? Ja, aber vom Staub. Es gibt vom Acker oder aus dem Staub. Meine Güte, man kann sich doch mal versprechen, Darko. Ist so. Das verspricht sich nur immer, also. Wir sind nicht alle Mr. Perfekt. So. Herr Tommy, Sie haben keinen Zugang auf die 2. Etage zu gehen. Furchtbar hier. Ike selber aber auch nicht. Oder? Der greift mich wenigstens nicht an. Hä? Wie jetzt? Hast du Zugang auf den Elevator jetzt? Nö. Nein, ich meinte jetzt eigentlich bei meinen 2. Etage. Ja. Das könnte man auch noch was anderes machen eigentlich. Ich guck mir dann das Plugin nochmal an, weil irgendwie muss es ja gehen. Kann ja nicht sein. Ja, das hätte ich auch nochmal eine Idee, aber da müsste man vielleicht ist komplizierter, da müsste ich mich mit dir mal reden. Oh Gott, komplizierte Sachen. Hilfe. Kompliziert für mich, wenn du ja sagst, also. Dann doch immer.
Nein, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ist doch nicht so schlimm. Nö, ich kenne eine Möglichkeit, aber die ist halt umständlich, sagen wir es so. Nee, mit umständlichen Sachen, nee. Umständlich für, ja. Und vielleicht mindestens 0,1% Serverlasten. Nee, nee. Damit wird mein Icon der falschen Adresse, denn die Farm wird ja serverlastig ohne Ende. Ich guck dann später mal wegen dem Plugin und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Meine Güte, wir kommen doch ohne Elevator klar. Man kann sich einen Wasseraufzug bauen, man kann sich wie Darkomet eine Leiter setzen. Ike. Ja. Du weißt ja, ich baue ja gerne viel mit Redstone und so. Letztens habe ich eine Schaltung gebaut mit Wasserfahrstuhl, die Items einsortiert auf andere Art und Wege. Ja. Habe ich mal was ausprobiert. Und dann komme ich dann wollte ich den Wasserfahrstuhl umbauen. Und dann ist mir tatsächlich aus Versehen, habe ich dann das Schild abgebaut, wo die Items reinkommen und dann eine ganze Technik erstmal weggesprengt. Ja gut. Ich habe mich aufgeregt. Das glaube ich. Nein, du explodierst nicht in mein Haus, Creeper. Ich werde von den Creepers gemobbt. Ja. Die Frage, hast du es verdient oder hast du es nicht verdient? Ich habe es nicht verdient, definitiv nicht. Da ist was Hi. Explodiert. Ich hoffe, das sind die auf die Löcher wieder. Im Wasser, soll ich die Löcher stopfen? Erklär mal, wie das funktioniert. Also ich liege zur Not. Ich disconnecte zur Not. Und dann muss ich ja dem Volkszwang nachgeben und auch mich hinlegen. Ach, ja. Eigentlich disconnecte ich wegen was anderem. Ja, dann ich melde mich bei dir wegen der nächsten Aufnahme. Macht das. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch aufnimmt. Vielleicht lerne ich und sehe euch dann noch zufällig da drin und komme dann nochmal wieder. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange wir heute aufnehmen. Ja. Ich verabschiede mich erstmal. Bis dann. Ciao, bis ciao. Denn, tschüss, tschüss. Das. Muss ich mal auf Klo? Du kannst so währenddessen gehen. Muss ich vielleicht sogar auch gleich. Das ist natürlicher Drang, also. Wenn man muss, dann muss man. Ich finde dieses XP-Schild saugeil, weil wenn ich jetzt mit 39 Level sterben würde, wenn ich die auf der Hand hätte. Ja gut. So, ich hab 133 XP im Schild. You disposiert 133 XP and have reach Level 28. Kann ich irgendwie nicht ganz stimmen. Ich hab hier Level 39 und 94 XP drin. Hä? Ja, auf dem Schild steht XP 46. Nee, im Chat steht das doch. Wenn du das anklickst. Also. Ah, nee, ich weiß nicht, was die XP-Zahl vom Schild da unten ist. Die XP-Zahl, die noch gebraucht werden fürs nächste Level. Ah. Aber ich disconnecte kurz und bin auf Klo. Jo, bis gleich. So, dann machen wir das noch. Dann kriege ich mein Häuschen heute noch fertig. Nice. So muss es sein. Ja. Oh, komm schon.
Oh, Entschuldigung. Aber diese Rotzerei geht mir selber gerade richtig hart auf den Sack. Leitern. So. Bauen wir die einmal hier hin. Und ja, das wird nix. Dann wird das hier auch nix. Dann Mittelteil. Mittelteil ist das da. Brauche ich noch mehr Stämme. Ja, die paar Bäume brauche ich nicht nachpflanzen. Wow. Genau. Dies. Und dann müssen wir hier noch mal irgendwie rauskommen. Wow. So. Oh. Ich brauch mehr Stone Stairs. So. Und solange die hier durchbrennen, holen wir uns mal das da. Das da. Und machen uns die da. Stopp, hier draußen bin ich noch nicht fertig. Brauche ich die da? So, so, so. So und so. Genau. Was nehmen wir denn für einen Weg draußen? Ich brauche noch vier. War das so richtig? Nein. So, Zaun für die Tiere. Und Zaun für mich. Da können wir
die erste Mal hier runter oder auch nicht. Das da und das da. Ich brauche noch viel mehr Stairs. Und ich brauche sowas da. 24, ja, müsste ausreichen. Wow. So, dann diese hier. Und dann geht's hier weiter. Brauchen wir noch ein paar. Gut. Also ich habe mein Haus gleich fertig hier. Und ich habe TNT. Ah. Was würdest du sagen, wenn ich das jetzt wirklich ein bisschen verschönere? Dann würdest du ein Dauerband kassieren für das Projekt. Ernsthaft? Da wäre ich eiskalt, natürlich. Hast du beim anderen Vanilla-Projekt auch nicht gemacht? Da warst du gar nicht dabei. Hab ich keine genug Stimmen, die das bestätigen. Und dabei, da hat sich keiner an meinem Haus vergriffen. Nö, aber andere an anderen Häusern. Und eigentlich müsste dort Gleichberechtigung sein. Aber du kannst nicht das eine mit dem anderen Projekt vergleichen. Doch, weil du generell gar keine anderen Regeln aufgestellt hast. Doch, hier sind zum Beispiel einige Regeln nicht vorhanden, die es auf dem anderen Server gab. Ja, eben nicht vorhanden. So, und ich glaube, Zerstören, Griefing oder Diebstahl ist auch hier verboten. Du hast nur vier Regeln. Kein Beleidigen, kein links, rechts, radikalen Bauwerke. Habt Spaß am Spielen und wer den Server crasht, kassiert. Naja, dann ja. Tu dir keinen Zwang an. Erstens, warum sollte ich's? Weil dann fange ich einen Krieg an. Zweitens, ja? Bringt mir einen Krieg mit jemandem, der OP hat, gar nichts. Ich hab kein OP. Ich hab mich de-OP'd, Darko. Ich bin komplett deoppiert. Wow. Du brauchst dich nur anmelden in der scheiß Konsole. Ganz ehrlich, als ob ich jetzt irgendwie, wenn ich den Server dann ausschalte über den Browser, als ob ich da erst noch die Konsole öffne. Außerdem will ich ja Legend spielen. Und mir nichts nachsagen lassen. Von gewissen Leuten. So, mein Haus ist fertig. Weg. Pfeile bleiben, das raus, das dahin. Du klingst sogar gerade wie ein Schwein. Quick. Weg. Bei Ohren, welchem Trickfilm kommen die Vögel vor, die immer sagen, Metz. Bei Findet Nemo! Die Tauben oder was das sind, die immer sagen, meins. Okay. Du kennst den Trickfilm hoffentlich. Den habe ich vor 5-6 Jahren gesehen. Ey, also meine Kinder gucken den heute noch. Ah, es sind deine Kinder. Du bist selber noch ein Kind. Ne? Ich zähle zur Sparte der Jugendlichen. Für mich sind alle unter 25 Kinder. Weil selbst die 24-Jährigen heutzutage das gleiche im Kopf haben wie 12-Jährige. Saufen, kiffen, ficken.
Hattest du das nicht im Kopf? Zu meiner Generation, zu meiner Zeit, nee. Da rennt der Eiskap mit einem Tier rum. Ja. Ich verweile in der Nacht mal kurz. Bleibst jetzt die Nacht ernsthaft hier bei mir? Nee, gerade mal erst. Moment, ich muss einen Schluck trinken. Das hätte jetzt aber Miete gekostet, du. Allein das hätte jetzt aber Miete gekostet. Du hast gerade XP gekriegt, ne? Ja. Woher? Ich habe den kleinen Trick mit dem Ofen ausprobiert, weil ich habe meinen aus Versehen abgebaut. Du musst wirklich einfach nur schnell genug sein, bevor es in den Trichter sorgt. Lass meine Steine in Ruhe! Die brauche ich. Die kannst du gerne haben. Da ging es nur um die XP gerade. Um das nee! Fuck! Ey, waren nur 7. Boah, 7? Dann hätte ich jetzt 8 XP gehabt. Nein, Level. Boah. Naja, dann hätte ich trotzdem 8 Level. Ich habe nur noch 1. Weil du sie alle weggepackt hast. Ja. Ja, ich wäre ja schön blöd, wenn ich die mit mir rumtrage. Ach du Scheiße, ich hasse diese Mobs. Soll ich irgendwas dazu sagen? Außer haha. So, nice. Kann ich hier oben sogar, wenn es gut läuft, meine Kisten reinballern. Bist du gerade bei dir? Nö, ich bin bei Justin, ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Okay, dann beschäftige die Monster mal weiter. Ich muss noch ein Thumbnail machen. Weg mit dir, weg mit dir. So. Die Verschönerungsarbeiten mache ich dann zwischendurch. Frage, hast du vorher noch nicht wirklich viel mit dem Ofen gebrannt oder warum waren da nur 7 Level drin? Doch, ich hatte 2, 4, 5 Stacks Stein durchgebrannt. Ach so, vielleicht muss das durchgehend durchbrennen. Kann das sein? Kann gut sein. Übrigens, können wir schlafen? Yep. Und damit beende ich die Folge hier auch.